So, moin, 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 Papa Paule, guten Tag. So, wir haben uns an diesem Mittwoch zusammengefunden, um das zweite Rennen der Liga 1 zu gucken. Und ja, jetzt sollte das hier auch gleich mal reinladen, dann sehen wir auch, wo es hingeht, nämlich auf den Tokyo Expressway. Mitte und wir fahren gegen den Uhrzeigersinn. Und was wir im Hintergrund auch schon sehen, ist, dass die Jungs da schon auf der Strecke sind. Vorher schalten wir aber noch mal einmal kurz in die Statistikzentrale. Und da haben wir es. Oh, was ist denn da mit meiner Schulter los? Werd durchsichtig. Ich löse mich auf. Hilfe! Hilfe, Hilfe! Ich löse mich auf. Nee, wir sehen da, dass der Mystic das letzte Rennen gewonnen hat. Don Italia, wie viele Sekunden waren es am Ende? Ich glaube fünf oder sechs. Ja, auf jeden Fall. Der konnte da jetzt noch nicht verhindern, dass ein AWMler das Ganze hier gewinnt. Und heute greifen ja auch Hankook und ja, Jaja Ballard ist ja letztes Mal mit einem Disconnect leider rausgeflogen. Ja, die greifen jetzt heute auch wieder an, beziehungsweise der eine zum ersten Mal und der andere jetzt wieder. Ich versuche mal eben ein bisschen von meiner Schulter wieder zu bekommen. So, jetzt bin ich auch wieder ganz da für euch. So, und ja, ihr sucht euch da aus der jetzt noch nicht so aussagekräftigen Tabelle. Ich gucke so ein bisschen in die Richtung, weil mein zweiter Monitor da hinten steht. Sucht ihr euch auf jeden Fall denjenigen raus, den ihr am besten findet, den ihr supportet. Beim Papa Paule kann ich mir vorstellen, dass der ganz zufrieden ist, dass seine AWM-Buddies da auf 1, 3, 4, 6... 8 und ja, heute mit eingreifend 14 sind. Also Hankook ja im letzten Rennen noch nicht dabei gewesen. So, es geht zurück auf die Strecke und dann sind wir dann auch gleich schon in Richtung Qualifying. So, da haben wir's. Jetzt höre ich auch ein bisschen was. Und da haben wir schon den Hankook direkt mal im Bild. Der ja letzte Saison ist er erster oder zweiter geworden. Jetzt habe ich gerade die Tabelle schon weggeschmissen. Auf jeden Fall mit Mystic hat er sich einen relativ engen Battle da geleistet. Ich kann gerade noch. Ich finde das auch ganz schnell wieder. Da haben wir es, Tabelle 18 und Mystic mit 202 Punkten erster geworden und der Hankook ist zweiter geworden mit 191 Punkten in der letzten Saison. Und ja, mal gucken, ob die beiden da vorne jetzt wieder sich so ein Battle leisten können. So, Papa Paula haben wir hier auch. Der ist hier auch unterwegs. Den werde ich dann auch gerade in den Platzierungen mit dazwischen gehabt haben. Und ja, erste Liga, viele AWM-Fahrer unterwegs, aber auch relativ gemischt. Da kommt der Mystic. Also klar, wir haben hier vorne unsere zwei, die das letzte Saison gerockt haben. Aber ja, mal gucken, wie Don Italia da jetzt vielleicht noch in dazwischen funken kann. So, Icewalker. Einer der seltenen Fahrer, der keinen Nissan GTR hier fährt. Einmal den Porsche. Mario gerade an der Box mit seinem GTR. Und da wir ja jetzt auf der japanischen, beziehungsweise auf der Toyota
Autobahn unterwegs sind, haben wir natürlich hier eine ganz kurze Boxenaus- und Einfahrt. Olaf Rasch übt schon mal das Driften hier. War ich noch in dem Rrr. Bam, Olaf Rasch. Also der hat sehr viele R's. Er versucht sich hier jetzt auf jeden Fall mal am Driften. Jetzt geht's zurück an die Box und da sehen wir auch mal, die ist gar nicht so lang. So, dann brauchen wir die Tastatur. Mal zu gucken, den Mago haben wir übersprungen. Das wollen wir natürlich nicht. Tastatur hole ich mal ein bisschen näher. Die brauchen wir jetzt ein bisschen öfter. Und ja, Mago haben wir hier auf jeden Fall. Centauri hat sich jetzt da mal auf die 1 geschoben. Ja. Beide auch im Nissan unterwegs. Mario haben wir gesehen, der geht jetzt gerade wieder raus. Ja, nochmal. Dann haben wir den Badger. Auch da ein nicht ganz so häufig verwendetes Auto, der Mercedes. Also hier, glaube ich, in Liga 1 auch der einzige, der entfährt. So, Olaf Rasch ist jetzt gerade von Benny überholt worden. Naja, ne. Also nicht auf der Strecke, aber zeitentechnisch irgendwie. Ja, auf jeden Fall Benny in seinem... Oh, was ist es? Ich verbinde die Lackierung immer mit einem Corolla. Aber, das anzeigen lassen. Auf jeden Fall ein rechtsgelenktes Auto. Also ein Asiate ist es schon mal. Toyota, ne? Das sein. Warte mal, ich kann doch auch irgendwie... Machen wir es uns doch einfach. Gucken wir doch einfach. Benny fährt ein Supra GT 500. Da seht ihr auch noch mal, was hier so vertreten ist. McLaren beim Chaco. Moin, Jaja Ballard. Und dir heute viel Glück... Oder, ja, viel Glück für dein Internet. So... Dann gucken wir mal, da haben wir ein paar noch nicht gesehen. Ups, ich möchte nicht mit dem Auto, möchte ich nicht mitfahren. Ich glaube, da wäre ich nicht richtig. So, Centauri haben wir gesehen, Papa Paule, Mago hatten wir schon, den Icewalker hatten wir schon. Da ist schon der Jaja Ballard. Auch mit dem Nissan unterwegs. Mario hatten wir schon, der direkt dahinter unterwegs ist. Olaf Rasch haben wir schon gesehen, der wird da gerade vom Mago gejagt. Oh, da will auch keiner nachgeben im freien Training. Da wird schon mal der Zweikampf geübt, aber das geht hier doch durch die Kurven ganz gut. Besserer Ausgang für den Olaf gerade. Und Mago kommt da auch gar nicht so wirklich dran vorbei, auch wenn es da zwei Spuren sind. Also, da sehen wir schon so eine Schwierigkeit, die heute auf uns, unsere Fahrer zukommen wird. Nämlich, dass das hier relativ eng ist. Auslaufzonen haben wir hier gar nicht. Wir haben die ganze Strecke über direkt entweder so wie jetzt rechts die Mauer oder wie links die Leitplanke. Also, da wird jeder Fehler heute relativ hart bestraft wahrscheinlich. Sei es dann nur der Aufhängungsschaden. Aber auf jeden Fall die beiden hier schon ganz gut unterwegs. Und ich weiß nicht, wie sehr Mago versucht dran vorbeizukommen, aber jetzt laufen sie da auch noch auf den Badger auf. Da war natürlich nicht so viel Platz. Also hier wird schon ordentlich Gas gegeben und jetzt Mago geht da jetzt doch mal vorbei. Nächste Kurve leicht rechts, aber jetzt ist er dran vorbei. Jetzt muss Olaf hinterherfahren. So, gucken wir mal weiter. Fortuna haben wir auch noch nicht gesehen. Das ist auch ein Nissan, also Überraschung, Überraschung. Der setzt sich jetzt aber leider zurück. Lockside haben wir auch noch nicht gesehen. Müssen wir dann gleich mal gucken. Mystic haben wir schon gesehen. Und Chaco mit dem McLaren 620S ist es, glaube ich, gewesen.
Und ja, der geht jetzt auch in die Box. Da sehen wir auch ganz knapp nur, ja, das ist die Ausfahrt. Quasi eine Mautstelle hier. Also nicht der typische Raceway heute, nicht die typische Rennstrecke. Und ja, Hankook hier schon auf der 1, jetzt im freien Training, das aber jetzt jeden Moment vorbei sein dürfte. 5 Minuten, sagt der Mago. Was sagt denn mein Zeitplan dazu? Ja, 15 Minuten haben wir hier, also rein theoretisch jetzt, also laut meiner Uhr noch 3 Minuten, aber der Mago, alter Hase, der kriegt das da schon zeitig hin und wir haben ja auch keine Nachfolgetermine, also alles gut, alle können sich hier einfahren und heute auch mal eine relativ kurze Runde, 1 Minute 10. Mal, vielleicht kriegen wir mal hier Fortuna, können wir ja jetzt mal mit drauf gucken. Mal uns mal ein Ründchen an. Halten immer im Kopf, dass es rückwärts ist. So, Don Italia versucht beizutreten. Da wird es vielleicht gleich nochmal einen Lobby-Neustart geben, falls der jetzt hier nicht reinkommt. Ja, und merken, hier muss ein bisschen vom Gas gegangen werden, aber der erste Teil war jetzt relativ voll. Hier ist die Abbremszone auf ungefähr der Hälfte. Jetzt nochmal rein hier in die Linkskurve und wir hören schon, jedes Mal schlägt hier eine Boden Platte rein. Also wenn du da im Auto sitzt, ich weiß nicht, ob du da dann bei gefühlt 60 Runden, die wir hier fahren, ne, es werden nicht 60 sein, aber 50 ungefähr. 50, ja, gute 50. Da war die Einfahrt zur Boxengasse links. Würde ich schätzen. Also das? Ja, war sie. Ja, und das war schon wieder eine Runde. Also hier sehr viele Linkskurven. Vornehmlich Linkskurven. Und ja, das Ganze in 1 Minute 10. Beziehungsweise jetzt Fortuna hier mit einer 1.13.5. 4.47. Mein Gott. Ja, Hankook immer noch der schnellste mit einer 1.10.8.1.3. Und nee, beste Runde war in einem vorherigen Run mit einer 1.10.596. Jetzt geht's zurück an die Box für ihn und ja, ein paar sind hier noch unterwegs. Lockside und Don Italia, da können wir gleich auch nochmal gucken. Nehmen wir jetzt nochmal ganz schnell mit, bevor es dann gleich losgeht. Also Lockside hier auch im Porsche unterwegs. 1 Minute, dann gucken wir nochmal zum zweiten der Tabelle zu Don Italia. Mal gucken, wie das heute mit Hankook und Mystic dann klappt. Ob er da immer noch auf 2 mitfahren kann. Oder ob er dann den letzten Platz auf dem Podium sich holt. Mystic haben wir hier aktuell auf der 3 unterwegs. Jaja Ballard auf der 2. Don Italia nimmt noch Fahrzeugeinstellungen vor. Dann geht das jetzt wahrscheinlich gleich los, wenn dann alle ihre Ready gegeben haben. Dass
Export von dem ersten Rennen auf YouTube jetzt geklappt hat. Da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen, ein Follow auch da lassen. Dann könnt ihr euch alle Rennen hier nochmal im Nachgang auch angucken. Auch da bin ich als Gnad 86 unterwegs. Und ja, würde mich natürlich freuen, wenn ihr da auch vorbeiguckt und ja, vielleicht nochmal das ein oder andere Rennen im Recap guckt. So, jetzt gehen wir in Richtung Qualifying. Oh, Mystic hat den Raum verlassen. Das war jetzt aber kurz vor knapp. Also jetzt werden wir einen Neustart hier, denke ich mal, sehen. Ich hoffe, dass das jetzt aufgefallen ist. Also es gehen auch einige nicht aus der... ja, und da kommt schon... Vom Mago, es gibt den Restart. Ja, wenn der Mystic da aus Versehen jetzt rausgegangen ist, das fehlt uns natürlich ein Fahrer. Bobby neu. Also, alles nochmal auf Kommando zurück. Wir gehen kurz hier hin und ja, warten darauf, dass Bobby neu kommt. Und ja, schauen wir mal, was erstmal dauert. Ja, bis jetzt gibt es noch keine Lobby. Das dauert ja immer einen Moment. Oh, da kommt Lobby. Bis jetzt alle da drin sind, dauert es natürlich auch nochmal. Kleines Sekündchen. Auch immer jeder, der Tourismus spielt oder generell. Tja, das ist immer einen kleinen Moment erstmal lädt, bevor man dann online durchstarten kann. So, 5 Fahrer sind schon wieder da. Das lädt. So, irgendwas gemacht. Was ist denn jetzt hier? Auf jeden Fall hier. Ah, jetzt zeige ich euch natürlich auch mal das wieder, das Bild. Jetzt ist hier nochmal kurz losgefahren. So. Also, jetzt geht's gleich weiter.
wir Chaco da in McLaren und jetzt mal auch ein bisschen bei Nacht sehen. So ein bisschen auch auf die Stream-Statistik da drüben. Das sieht aber alles gut aus. Also der neue Router macht sich auf jeden Fall bezahlt. Scheint jetzt alles wesentlich stabiler zu laufen. So, und jetzt trudeln hier natürlich so peu à peu unsere Fahrer ein. Und dann geht's gleich mit der neuen Lobby ins Qualifying. Oh, da wird schon mal ein bisschen die Wand besucht. 2025 geht's weiter. Also haben wir jetzt noch mal ein paar Minuten, in denen sich die Jungs hier warm fahren können. Dann nochmal den Lockseit. Hinter Mario. Lockside hier auch einer der wenigen Fahrer, die nicht auf den Nissan GT-R setzen. Und Italia hingegen versucht es, beziehungsweise auch sehr erfolgreich. Letztes Rennen ja Zweiter geworden. So, Mystik jetzt auch ohne ein Sekündchen gedauert. Ich denke, da sind die AWM-Jungs auch alle jetzt gerade connected, dass da alle auch da sind. Chaco mit einer 1.11.7 noch relativ weit weg von dem, was wir eben im Eintraining gesehen haben. Da waren wir bei den 1.10er Zeiten. Ist jetzt aber noch niemand dabei, der da jetzt wahrscheinlich auch jetzt nochmal die Muße hat, das jetzt nochmal zu fahren. Doch, Don Italia, der geht jetzt auf die 1.11. Also schon mal ein bisschen mehr in die richtige Richtung, aber auf ein gutes Rennen haben wir gerade schon gesehen, also geht's jetzt wahrscheinlich gleich los. Der Countdown. Ich habe immer das Gefühl, dass wir so als Zuschauer sehr spät oder gar nicht angezeigt kriegen. Ja, jetzt kommt auch von Mago auf ein gutes Rennen, also mal. Oxide wird jetzt hier abgebremst, da gucken wir auch mal drauf. Natürlich hoch in Richtung der Kurve. Es geht, denke ich mal. Ist wahrscheinlich trotzdem ein bisschen zusätzlich was an Zeit noch drauf kommt, aber das scheint mir nicht so extrem zu sein. So, jetzt
Einmal noch mal kurz einen schwarzen Bildschirm. 3, 2, 1 und los. Ne? Doch, jetzt da haben wir den signifikanten Ton. Gucken, wer hier als erster rauskommt. Noch sehen wir es nicht. Don Italia will, aber das Spiel hat da ja seine eigenen Regeln, wer hier als wann rausfahren darf. Und Papa Paule ist hier auch nicht der Erste. Es ist denn der Mago. Hat der sich wieder die beste Position hier als Host geholt? Ja, der ist auf jeden Fall schon up, up and away da vorne. Der ist ja schon ein ganzes Stück weg. Und dann kommen sie hier alle. Papa Paule. Icewalker, doch, ist jetzt schon ein bisschen sortiert. Jar Jar Ballard holt sich direkt eine 5-Sekunden-Strafe. Das ist natürlich nicht so geil. Die wird jetzt hier abgesessen. Ne, wird sie nicht. Nimmt er jetzt wahrscheinlich mit. Badger. Dahinter haben wir Fortuna. Badger haben wir jetzt kaum gesehen. Aber da sehen wir sie ja alle so ein bisschen aufgereiht. Fortuna, daneben Don Italia, beziehungsweise jetzt wieder dahinter. Jetzt wird sich hier ein bisschen sortiert. Olaf Rasch. Dahinter Hankook, Mystic, Centauri, Benny McFly. Da ist er, der kriegt auch eine 5 Sekunden Strafe hier. Chaco und Lockside. So, und jetzt geht der Mago. Ist schon längst in seiner Runde. Ah, gar nicht geschafft, hier so schnell durchzugucken. Ja, aber der hat jetzt auf jeden Fall freie Bahn und ein ordentliches Stück an Vorsprung. Er kann hier schön frei fahren. Gucken wir mal, was er uns da hinzaubert jetzt in der ersten Runde. Und dann gucken wir natürlich auch darauf, was dahinter passiert. Versuch mal durchzuspringen und alle mitzubekommen. Wahrscheinlich schwierig werden. Ach so, der ein oder andere etwas näher aufeinander. Und da bleibt auch schon der erste stehen. Ah, das wird wahrscheinlich der Jaja Ballard sein. So, eine 1.10.4 vom Mago. Dann haben wir eine 1.11 vom Icewalker. Ne? Icewalker mit einer, ja doch, 1.11. Mario, Badger. Oh, hier viele mit Strafen. Anguck. Er ist noch gar nicht so weit. Ja, wen haben wir denn da übersprungen? Ah, ist alles komplett durcheinander hier. Chaco, dann müssen wir am besten gucken, wenn sie jetzt alle durch sind. Was ist denn da los? Sind doch hier eigentlich alle zusammen unterwegs. Ja, wir gucken einfach mal von vorne durch. Der Mago mit einer 1.10. Hier 7.6, die steht da auch noch. Also hier erste Runde. Erste Marke gesetzt. Bleibt erstmal vor allen anderen. Und kommt jetzt schon wieder auf die Startzielgerade. Ne, der wollte nicht wegspringen. Das zweite ist in Anführungszeichen nur eine 1.11. Centauri. Auf der 2 aktuell mit der 1.10.8, also schon 0,3 Sekunden weg. Mystic, ja auch 0,3 Sekunden nochmal. Gucken, kann er sich jetzt hier verbessern? Ne, fährt aber nur ungefähr gleiche Zeit. Icewalker mit dem Porsche, Badger. Hält einen persönlichen Rekord auf und die ersten fünf jetzt gerade AWM. Die ersten fünf Plätze gehen hier gerade an AWM. Wer kann das sprengen? Don Italia hat ja auch noch keine Runde gesetzt. Jaja Ballard ist hier, oder Jaja Ballard ist der erste. Nee, der ist ja auch hier mit der AWM-Lackierung unterwegs. Der hat es nur nicht im Namen. Also Platz 1 bis 7 jetzt gerade AWM. Und wo ist denn der Don Italia? Wir gucken jetzt einfach mal so ein bisschen durch. Ihr guckt mal ein bisschen auf die Zeiten, wenn die euch da an der Stelle gerade interessieren. Wir suchen einmal den
Don Italia, wo der denn ist. Der ist da noch aktuell auf der 15. Der hatte ja auch gerade 5 Sekunden Strafe. Also jetzt müsste er. Da hat er eine Runde gesetzt. Eben. Ist jetzt nur ein bisschen nach oben gesprungen mit der 1,29. Aber das dürfte jetzt eigentlich seine richtige Runde sein. Centauri auf 3. Da gucken wir jetzt gleich auch nochmal. Mystik und Mago vorne. Wir beiden auf 1 und 2. Centauri auf 3. Wir gucken gleich nach vorne. Wir gucken jetzt erstmal, wo sich Don Italia hinschiebt. Der ja noch gar keine richtige Runde gesetzt hat. Wo kommt er am Ende raus? 1,11,5. Das ist noch nicht das, wo er hin will. 8. Platz. Ah, da geht noch ein bisschen was nach vorne. So, wir gucken mal. Mystik hat mit einer 1,10,3,6,5 hier die Zeit nochmal ein bisschen nach unten gedrückt. Und ist jetzt 0,111. Der muss ein Schnäpschen trinken. Eine Schnapszahl, dass nicht noch eine Sekunde vorne ist. Ist er jetzt hier vor dem Mago, der sich jetzt hier auch schon mal direkt neue Reifen holt. Die ganzen Linkskurven strapazieren hier auch die äußeren Reifen. Die rechten Reifen, haben wir gerade gesehen, waren wesentlich mehr abgefahren. Das dürfen wir wahrscheinlich dann auch gleich im Rennen erwarten. Centauri kommt auch an die Box. 1,10,4,9,2. Mario noch unterwegs, da sehen wir es aber. Die rechten Reifen gutes doppelt so viel oder dreifach so viel vorne sogar abgenutzt. Hankook gibt sich jetzt hier gerade auf die 4. Und, der Coach TTX, moin! Und der feuert wahrscheinlich seine TTX-Jungs hier an. Beziehungsweise ist außerdem Don Italia überhaupt noch jemand von TTX? Ich gar nicht. Muss ich mal in die Liste gucken, da steht es nämlich drin. So, also jetzt hier oben Mario auf jeden Fall derjenige, der das AWM-Pulk da mal etwas gesprengt hat. Und auch Don Italia kommt jetzt so langsam dazu, hat AWM Papa Paule hinter sich gelassen. Und ja, aber momentan sieht es tatsächlich noch so ein bisschen danach aus, dass hier AWM sehr dominant ist. So, Team Triple X, Team X. 25. Achso, AWM. Nee. Dann mal hin. Das damals jetzt noch lesen könnte. Im Triple X, nee, ist nur Don Italia. Dann haben wir noch Fortuna. 18,06 für Kame Racing. Auch ein, in Anführungszeichen, Alleinunterhalter. Naja, nicht vom Team her, aber kämpft hier als Vertreter für Kame alleine. Ram, also Rolf Rasch, der ist Race Monkeys. Da haben wir noch den Lockside, der ist gerade auf der 11. Dann haben wir den Chaco, der ist davor unterwegs für Silverhawk Racing. Ist auch noch der Mario, der ist ja vorne mit dabei, da haben wir ihn sogar direkt.
aktuell auch keine richtigen Verbesserungen. Wir gucken gleich nochmal durch. Dann hätten wir noch die Holtener Raketencrew, den Benny. Ist der denn? Ja, Benny McFly holt sich gerade neue Reifen. Beziehungsweise kommt jetzt nochmal einmal aus der Box. Da sehen wir die Mautstation. Wen haben wir denn noch nicht? No Faxen Racing, den Badger mit meinem Lieblingsauto. Was kann man wohl mal so sagen? Der Mercedes, den finde ich einfach schön. Und ja, Race Monkeys hatten wir und AWM ist dann der ganze Rest. Und wir sehen beim Mystic, da geht jetzt nach unten nichts von der Zeit. Aber auch beim Mago, da ist die schnellste persönliche Runde auch in Runde 2 gefallen. Fortuna fährt jetzt eine persönlich schnellste Runde. Wir gucken mal durch. Centauri auch schon lange keine Verbesserung mehr. Hankook in Runde 5. Mario in Runde 4. Da haben wir einmal die Wand gehört. Also das nimmt ein bisschen Schwung raus. So, Mago. Kaum haben wir es gesagt, fährt jetzt hier absolut schnellste Runde. Nochmal 0,01 Sekunde schneller als Mystic. So, dann waren wir beim Mario Icewalker auch seit Runde 2 nichts mehr passiert. Da geht auch noch ein bisschen was. Jaja ballert auch in Runde 3. Hier persönlich schnellste Runde. Don Italia auch Runde 4. Also bis jetzt tut sich hier noch nicht so viel. Auch wenn sich so langsam die Tanks leeren. Chaco auch in Runde 5. Fortuna jetzt gerade mit einer 1.11.8.4.8. War aber jetzt mittlerweile schon mit 15 Sekunden Strafe. Da gibt es jetzt einmal neue Reifen und abgebaute Strafe. Ja, also lange ist auch nicht mehr. 8 Minuten noch. War jetzt eine gute Halbzeit. Blockzeit hier auf 12, aber auch schon in Runde 3 die schnellste Runde gefahren. Olaf Rasch hat jetzt gerade nochmal nachgelegt in der Runde davor. Jetzt hat er einmal sich neue Reifen geholt. Wird jetzt von Jaja Ballard überholt. Danny McFly. Der kommt jetzt nochmal frisch außer Box. Der hat auch den vollen Tank. Das macht das Ganze nicht viel einfacher. Und der Badger mit einer 1.15, der kommt hier gar nicht so richtig in Tritt. So, und dahinter sehen wir beim Fortuna, das hat mit der Strafe absitzen nicht so wirklich geklappt. Also jetzt hier 15 Sekunden, die er da absitzen muss. Und jetzt aus dem Weg zu gehen, dafür ein Mago. Und dahinter den Icewalker, gar nicht so einfach. Also das ist auch nicht viel Platz. Aber jetzt geht er wieder auf Geschwindigkeit und dann läuft er wieder an. So, und wir haben, war denn da in der Box? Irgendjemand ist doch in der Box. Ach so, ja, ist auch zwischendrin. Mario, der ist hier für heute fertig. Für das Qualifying. Wird hier scheinbar für die letzten knapp 6 Minuten nicht mehr raus. Icewalker jetzt auch nochmal drin. Da geht es auch weiter. Hinter Benny kommt er da raus. Ja, aber haben schon lange keine Verbesserungen mehr gesehen. Hoffen wir jetzt mal darauf, wenn es jetzt mit den neuen Reifen, mit neuen Reifen und relativ leerem Tank weitergeht in den letzten 5,5 Minuten. Don Italia hier nochmal mit einer 1.11 jetzt. Hat sich mal ein bisschen nach oben dazwischen geschoben auf Platz 5. Oh, und Jaja ballert hier 20 Sekunden Strafe. Also da ist man schon links und rechts wahrscheinlich ein bisschen angestupst. Da hat er
hoffentlich seine Payback-Karte für die Punkte mit dabei. Vielleicht kann er sich die ja gut schreiben lassen. Ja, beim Mago jetzt letzter Umlauf auch wieder was schneller. Jetzt nochmal so ein bisschen was rausgenommen. Jetzt auf Purple hier unterwegs im ersten Sektor. Springen wir doch direkt mal mitten rein und gucken uns das mal ein bisschen an. Ah, das ist jetzt die Rückwärtskamera. Da sehen wir mal den dicken Spoiler, der hinten auf dem GTR drauf ist. Ja, und jetzt ist er schon im Plusbereich. Also das wird wohl nichts werden. Die Kamera finde ich immer noch verstörend. Ich weiß nicht, man kriegt zwar ein bisschen mehr vom Fahrer mit, aber... Also verstörend auch, ist auch ein bisschen übertrieben, aber... So, Don Italia. Verbessert sich nochmal, aber keine Platzverbesserung, die ihm das da bringt. Und gleich nochmal hin. Badger verbessert sich auch nochmal und beim Mago reicht's nicht. Ja. Don Italia nochmal um 0,2 Sekunden verbessert, aber das bringt ihn nur ein bisschen weiter vom Mario weg. Und wie sieht es hinten aus mit dem Badger? Der ist jetzt ganz nah dran gekommen an Benny McFly, hat aber schon 3 Sekunden Rückstand auf Spitze. So, beim Benny gibt es jetzt nochmal neue Reifen. Nee, da muss repariert werden. 3,5 Minuten noch. Da könnte noch was gehen. Eine Runde rausfahren. Und dann noch ein oder zwei schnelle. Vielleicht kann man sich da nochmal verbessern. So, 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 so. Mago, da tut sich gerade noch nichts. So. Schauen wir mal, ob da... das hat sich nicht gut angehört. Und Mago fährt auch rein. Und... Ah. Da ist jetzt, glaube ich, für beide die Runde einmal im Hintern. Ja, für den Mago, der geht auch direkt in die Box. Also das war wahrscheinlich die letzte Chance, ja, obwohl 2,30. Da könnte er vielleicht jetzt nochmal mit neuen Reifen. Ja, versucht er auch nochmal. Hier nochmal die frischen Reifen. Kommt hinter Fortuna raus. Und das sollte er eigentlich oder nochmal rum. Ja, wird er definitiv rumschaffen. Dann ist die Frage, ob er noch eine oder noch zwei Runden schafft. Und Mystic fehlt da auch nicht viel. Jetzt aber nur eine 1,14. Centauri. Der ist auch noch ein Stück weit weg. Und wir sehen es an der Zeitentabelle rechts. Wenn da nichts farbig untermalt ist, dann gab es da keine Verbesserung. Don Italia, wie gesagt, Runde 12 hat sich da nochmal verbessert. Jetzt verbessert er sich tatsächlich um Platz, holt sich Hankook und schiebt sich damit auf Platz 4. So, Chaco sehen wir auch, der hat sich auch gerade verbessert. Ah, hier Mario doch nochmal jetzt auf dem Weg. So, und Chaco 1,11,245. Da weiß ich leider nicht, was vorher war. Wahrscheinlich die 11,355. Also gute 0,1 Sekunde. Schiebt sich damit auch vor den Ice Walker, der jetzt nur noch auf Platz 8 ist. Aber wir sehen es jetzt auch. Da ist noch gut ein Viertel jetzt drinne und im Tank. Und da geht vielleicht noch mal was nach unten. Was hat sich hinten getan? Badger. Oh, der hat da schon wieder eine Strafe. Da Jaja ballert ganz knapp vorbei. Und wir gucken noch mal so ein bisschen drauf hier auf die Fahrer. Wenn irgendjemand eine schnellste Runde fährt oder eine persönlich schnellste Runde, da haben wir zum Beispiel den Don Italia. Und den sehen wir da oben auch eingeblendet auf der 3. Also die ersten drei Plätze werden ja angezeigt. Ich zeige es euch nochmal. Oh, jetzt natürlich mit dem Badger im Bild, dass der da erstmal alle vorbeilässt. Aber da sind die ersten drei immer zu sehen. Und Don Italia schiebt sich mit der 10,372 auf den dritten Platz. Nur 0,007 Sekunden hinter Mystic. Also das, ja, noch nicht mal ein Wimpernschlag.
Und die drei da vorne sind nur 0,017 Sekunden auseinander. Also die sind hier eigentlich gleich schnell. So, Don Italia nimmt die Mauer mit. Und ja, da es auch die letzte Runde ist, Mystik haut hier nochmal richtig dick einen raus. 1,9816. Einfach mal eine halbe Sekunde. So in der allerletzten Runde. Und ja, jetzt wird hier schon fleißig zurückgesetzt. Mal gucken, wer hier noch eine schnelle Runde fährt. Mario. Ja, 1,11,2,3,0. Nochmal eine persönliche. Auf jeden Fall Platz 6 für ihn. Chaco ist schon fertig. Icewalker ist fertig. Naja, Ballard fährt auch noch mal raus. Ja, wir sehen es, das steht bei vielen letzte Runde. Jetzt kommt noch mal Fortuna. Wir gucken mal. Wird keine Verbesserung mehr und dann ist das Qualifying auch vorbei. Das heißt, wir gucken auf das Ergebnis des Qualifyings. Mystik, der haut am Schluss noch mal eine Runde raus. Ich habe gedacht, die sind doch nur 0,017 Sekunden auseinander. Und dann fährt er doch noch mal eine halbe Sekunde schneller. Ja, der geht auf jeden Fall vom Mago ins Rennen. Und die AWM-Wand ist da vorne jetzt auf zwei Fahrer zusammengeschrumpft. Don Italia sprengt das Ganze so ein bisschen und die beiden Silverhawk Racing Fahrer auch, Mario und Chaco, da auf 6 und 7. Also ja, gut durchmischt. Ihr sucht euch wieder euren Lieblingsfahrer raus. Aber wir sehen auch, AWM-Fahrer kommen immer im Doppelpack. Mystic und Mago, Centauri und Hankook. Icewalker hat dann Yaya Ballard und Papa Paule mit dabei. Und auch Silverhawk und Ram sind hier zusammen unterwegs. Ja, sucht euch euren Fahrer aus, den ihr supportet und sucht ihn in der Liste. Jetzt gibt es einmal die AWM-Sponsorenwerbung und danach sehen wir uns natürlich passend wieder zum Rennen zurück. Also bis gleich. Danke an die Sponsoren der Afterwork Racing League, ohne die die Liga in dieser Form gar nicht möglich wäre. Ihr vermisst Seat im Spiel? Dann wendet euch an das Seat Autohaus Salchegger, eurem kompetenten Ansprechpartner rund zur Automarke Seat. Gran Turismo ist schon hot, aber euch fehlt noch die richtige Würze im Spiel? Dann wendet euch an das Gewürzmalwerk von Marc Neuhaus mit seinen handverlesenen, handgemahlenen, exklusiven Gewürzmischungen. Ihr verbringt zu viel Zeit vor Gran Turismo, dann besänftigt eure Frau und Kinder mit einer Kleinigkeit. Seht mal nach unter www.neophobica.com. Und zusätzlich zu unseren Hauptsponsoren bedanken wir uns noch bei den weiteren finanziellen Unterstützern der Afterwork Racing League. Auch du möchtest die Afterwork Racing League unterstützen? Dann nimm einfach mit uns Kontakt auf unter www.afterwork-motorsport.de. Only one of me to shield you all from the enemy. Your superhero. So, da sind wir wieder. Geht wieder rein in die Tabelle. Wir haben noch gute 3-4 Minuten Zeit. Um 53 geht's los. Wir gucken noch mal ein bisschen drauf. Moin, moin, Dragon Eye, Kame. Wo haben wir ihn denn? Kame. Das war der Fortuna da auf der 11. So, und Papa Paule, viel Spaß beim Stream. Danke, dir viel Spaß beim Rennen. Freak Raffi. Ist das Raffi oder Ralf? Ja, Raffi. Mein Gott. Kann nirgendwo lesen. Aber auch dir ein herzliches Willkommen und Kami gut anfeuern. Da haben wir den Fortuna auf Platz 11 mit 2 Sekunden Rückstand.
Hat er hier das Qualifying abgeschlossen? Papa Pauli, ja, das werde ich haben. wo bist du denn? Da, auf A10. Vor dem Fortuna. Ja, also, ich glaube, das wird heute mit viel Blech auf der Strecke enden. Und ja, danke für den Follow, Raffi. Herzlich willkommen in der Gnad-Community. Das ist so noch nie genannt. Mein Mückenschwarm quasi. So, jetzt gehen wir mal hier wieder zurück. 2 Minuten. Ja, nicht ganz wahrscheinlich. Schauen wir mal. Ach, so lange noch auf die Tabelle. Beziehungsweise, ich kann euch auch parallel nochmal die andere Tabelle kurz einblenden. Dass Mystik vor Don Italia und Centauri in der Tabelle platziert ist. Das war ja nach dem ersten Rennen der Ausgang. Und jetzt greift der Hankook mit ein. Steigt heute mit einem 5. Platz ein. Und ja, hoffen, dass Yaya Ballard diesmal keinen Disconnect bekommt. Dass wir hier mit 15 Fahrern zu Ende fahren können und bis zum Schluss ein spannendes Rennen haben. So, jetzt nochmal zu der aktuellen Liste. Mystik mit dem Hammer in der letzten Runde des Qualifyings. 1 Minute 9,816, also eine halbe Sekunde, mehr als eine halbe Sekunde, knallt er da nochmal ganz zum Schluss raus. So, gucken noch auf die zweite Seite und dann begeben wir uns auch in die Lobby und gleich geht es los, schreibt der Mago und dann, ja, viel ist es nicht mehr. Gucken, wann die Uhr auf 53 umspringt. Wir sehen es dann auch, dass der Mago das Rennen startet. Kann sich jetzt nur noch um Sekunden eigentlich handeln. Da springt die Uhr auf 53 um. Der Mago sitzt wahrscheinlich schon am Knöpfchen und ja, da kommt der Countdown. 3, 2, 1. Er drückt auf Start und dann haben wir schon mal den Countdown da auch. Und dann wünsche ich allen Fahrern viel Spaß, viel Erfolg. Und heute ist es, glaube ich, noch nicht mal so sehr, dass die erste Kurve nicht entscheidend ist. Aber es wird auf jeden Fall eng. Wir sehen das hier schon im Starterfeld. Wir haben natürlich wieder Fehlstartprüfungen, also nicht zu früh losfahren. Kommen die roten Lichter. 3, 2, 1 und die Ampel ist aus. Es geht los. Alle setzen sich in Bewegung. Ja, das sieht schon mal gut aus. Und vorne Mystik vor Mago. Ah, da wird sich jetzt auch, glaube ich, in der ersten Kurve noch nicht viel tun. Haben ja hier viele gleiche Autos und ja, Don Italia diesmal mit einer anderen Taktik, nicht direkt mit den harten Reifen. Vorne sehen wir beim Mystic und beim Mago mittelharte Reifen. Mittelharte Reifen. Beim Mago die mittelharten Reifen. Dagegen der Don mit weichen Reifen unterwegs. Dann geht da schon mal eine kleine Lücke auf. 1 Sekunde bis zum Centauri. Der hat aber auch die harten Reifen drauf. Mal gucken, ob der dann auch direkt gleich reinkommt. Oh, und hinten haben wir einen Unfall. Was ist da los? Schon 25 Sekunden beim Rolaf Rasch hier. Oh, was ist denn da passiert? Mal gucken, ob wir das nochmal sehen, was dem da gerade passiert ist. Das schien ja, boah, da ist er auf jeden Fall richtig heftig eingeschlagen. Und der Badger hat hier auch versucht zu drehen. Und beim Rolaf Rasch ist es die 5-Sekunden-Strafe, die dann noch oben drauf kommt, weil er da noch beim Vor- und Rücksetzen da die Mauer mitgenommen hat. So, jetzt muss er da die 25 Sekunden absetzen. Badger, da hat er ja auch ungefähr 10. Benny ist auch relativ weit zurückgefallen. Und wir sehen hier schon, werden bei Fortuna Lockside Yaya Ballard
Ice Walker, Mario und Centauri die harten, beziehungsweise wie gesagt, beim Jaja Ballard die mittelharten Reifen einmal abgeworfen. Mystic und Don Italia, die ziehen hier durch. Mystic mit den mittelharten Reifen, dahinter der Don, nur knapp eine halbe Sekunde weg. Und auch Mago, oh, der ist da nach hinten gefallen. Don ist dran vorbeigegangen, sprengt hier die Doppelführung AWM. Und ist da jetzt auch schon gute 0,8 Sekunden weg. Hier vorne geht jetzt die Lücke auch ein bisschen weiter auf. Wir sehen ja auch hier dreimal den Nissan GTR und auch auf Platz 4 haben wir einen GTR. Der erste Nicht-GTR hier auf Platz 5, Chaco mit dem McLaren. Und ja, die Bitte auftanken Nachricht, das wird wahrscheinlich nicht mehr gefixt. Nicht mehr in unserem Leben und nicht mehr in Gran Turismo der 7. Das kriegen wir wahrscheinlich erst in 8 wieder weg. So, Centauri auf der 7 mit 11 Sekunden Rückstand. Das ist aber dann jetzt auch schon der erste, der zum Boxenstopp war. Icewalker aktuell auf der 8, Mario auf der 9, Fortuna auf der 10, Jaja Ballard auf der 11. Ram Lockside haut hier jetzt auch die mittelharten Reifen weg. Und Benny McFly geht durch und holt sich da die 5-Sekunden-Strafe. Lockside hat auch eine 5-Sekunden-Strafe. Benny gibt nochmal 5 Sekunden obendrauf. Und das ist da auch relativ eng geworden gerade. Auch nochmal kurz drauf. Sah so ein bisschen so aus, als würde der Benny hier den Porsche gar nicht sehen. Da wird es nämlich echt eng. Und der drückt den da auch relativ an die Wand. Ja. Man weiß es nicht. Gerade so ein bisschen so aus, als hätten sie sich da nicht gesehen. So, Lockside hat jetzt 5 Sekunden weniger Strafe als Benny. Also, Lockside kann jetzt schon wieder losfahren. Und, ja, Benny muss da noch ein Momentchen warten. Wir sehen das schon. Don Italia, der kommt jetzt hier schon. Und was mit Mystic? Boah, der ist irgendwo in die Mauer eingeschlagen. Da gibt es nochmal eine 10 Sekunden Strafe. Gucken wir mal, ob wir es vielleicht nochmal sehen. Aber ich denke, das ist jetzt schon zu lange her. Da ist er schon zurück. Also, der ist auch nochmal irgendwo vorne rechts in die Mauer eingeschlagen. Und jetzt geht's zurück bis auf Platz 5. Also, Chaco auch durch. Und Don Italia jetzt, nachdem Mago da einen kleinen Fehler drin hatte und Mystic jetzt auch. Jetzt vorne weg. Und das ist natürlich hier bei der Strecke, das kann natürlich jeden schnell erwischen. Da ist deine Box, Benny. Der hat sich jetzt neue Reifen geholt, kommt auf mitten im Feld raus. Oh, und dann gibt es da den Dreher. Oh, warum kommt er aus der Box raus? Oh, ist doch Gott sei Dank geghostet. Oh. Roller versucht auch außen rum zu fahren. Gerade haben wir schon gesehen, es geht auch durch. Oh, jetzt kommt er da nicht weg. Oh. Boah, jetzt hat er sich zurückgesetzt, oder? Ist er ganz raus? Also, das war... Man sieht es leider nicht so. Und unten kam jetzt gerade eine Nachricht. Wahrscheinlich ganz gegangen. Ja, es ist schwerer zu sehen, ob man durchfahren kann oder nicht. Das Auto wird da nicht mehr so richtig durchsichtig gemacht. Und Don Italia vorne mit der 1,3 Sekunden Abstand auf Mago, der hier jetzt die Fahne hochhält. Henguk auf Platz 3. Er hat auch schon 5,5 Sekunden Abstand. Dann haben wir Chaco, auch mit fast 6 Sekunden Abstand. Und Mystic, unser Sieger des Qualifyings, der fährt hier immer noch mit seinem Schaden.
der ihn 10 Sekunden gekostet hat. Und das kostet jetzt auch gerade noch ein bisschen mehr Zeit. Also gerade auf diesem Top-Level ist ja jede Sekunde entscheidend und das wird ihn da jetzt schon gut 0,3 Sekunden kosten. Was jetzt die Runde sagt. Ach nee, ist ja oben. Ist gar nicht. Das ist 12 letzter Umlauf. Ja, das ist dann gar nicht mal so schnell. Also für Normalsterblichen schon, aber ja, wir gucken mal auf den Don Italia, was der letzte Runde gefahren ist. 1:11:06, also war auch sehr konstant unterwegs. Der Mago hinter ihm. Ja, der bleibt auch auf jeden Fall dran. So, Mystic jetzt doch mit dem Wechsel und der Reparatur. Also auf lange Sicht gesehen wahrscheinlich die cleverere Variante hier. Fällt jetzt natürlich erstmal zurück. Hat aber auch 7 Runden lang jetzt den mittelharten Reifen gefahren. Also da der Stint dann auch fertig. Ja, und wir rollen das Feld, glaube ich, mal von hinten aus auf. Nachdem wir den Benny McFlyer jetzt gerade verloren haben. Ich glaube, wenn ich das richtig im Augenwinkel gesehen habe, der ist auch rausgegangen aus der Lobby. Der ja, kam da aus der von der Mauer nicht mehr weg. Und ja, deshalb an der Stelle das Rennen für ihn beendet, war auch schon quasi einmal durchs Feld gereicht. Und ja, von hinten Olaf Rasch auf der 14, der hat 40 Sekunden schon auf Lockside, auf seinen Teamkollegen, der jetzt gerade dran ist am Badger. Also hier schwer am Fighten die beiden und hier ist ja auch nicht viel Platz, um dran vorbeizukommen. Badger jetzt mit der kleinen Berührung mit der Mauer. Das gibt natürlich Lockside die Chance, dran vorbeizuziehen. Und das tut er in dem Moment ja auch. Also Lockside auf die 12 vor. Badger durch einen kleinen Mauerkontakt. Also wieder ein bisschen Blech da auf der Strecke gelassen. Auf die 13 zurück. So, Paule. Jaja Ballard und Fortuna, die sind hier gar nicht so weit auseinander, halbe Sekunde jeweils. Gehen wir auf den mittleren, auf Jaja Ballard, also wir sehen es nach vorne 0,4, nach hinten 0,3, also Paule kommt jetzt ein bisschen näher. Aber wird da wahrscheinlich dann auch ein bisschen sanfter mit dem Teamkollegen fighten. So, jetzt ist Jaja Ballard dran an Fortuna. Jetzt dürft das eigentlich. Ja, schafft das? Nee. Vor der Kurve. Wenn ja da auch gebremst wird, schafft das nicht. Also hier aus dem Windschatten nicht so wirklich die Chancen. Oh, und wenn man da mitten auf der Bahn fährt, dann ist links und rechts nicht mehr genug Platz, dass irgendjemand vorbeikommt. Also wenn man sich in der Mitte der Strecke hält, dann wird man auch nicht überholt. So, jetzt geht Fortuna hier weit. Wir hören die Mauer. Auch da wieder ein bisschen was abgeschrappt und Jaja Ballard geht durch und Papa Paule versucht es auch direkt. Ist auf jeden Fall auch direkt dran. Ja, da wird wieder der Scheibenwischer für das Aero Plus eingeschaltet. Ich glaube, das kennt hier jetzt gerade keiner. Aber das hatten wir früher immer, dass angeblich der Scheibenwischer für ein Aero Plus gesorgt hat, aber das ist glaube ich auch eher Quatsch. Aber auf jeden Fall geht Papa Paule jetzt an Fortuna vorbei und wir setzen unseren Weg mal weiter fort. Sind jetzt ja bei Platz 8 angekommen gewesen. Mario auf der 7, gerade an Olaf Rasch vorbei. Also Olaf Rasch jetzt bis Platz 7 überrundet.
Mystik auf der 6, der gibt jetzt auch ordentlich Gas, hat mal eben die schnellste Runde mit einer 1.10.7.8 gefahren im vorletzten Umlauf. Trotzdem ist er nur in Anführungszeichen auf Platz 6, da von Platz 1 und Cole im Qualifying zurückgefallen durch einen relativ harten Einschlag vorne rechts, der ihn 10 Sekunden hier an dieser Linie gekostet hat. So, gehen wir weiter. Centauri auf der 5, der hat sein Ziel so des Öfteren mal vor Augen. 2 Sekunden sind es da bis zu dem blauen McLaren vom Chaco. Und ja, jetzt sind es nur noch 1,5 Sekunden. Da haben wir ihn. Wenn der da jetzt im Rückspiegel guckt, dann sieht er den Centauri da auch schon das ein oder andere Mal. Und dann kommen wir zu unserem Top 3. Hankook auf der 3. 6 Sekunden hinter seinem Teammate, dem Mago, und 10 Sekunden hinter der Spitze. Und Mago, der fährt immer noch sehr konstante Runden hier. 3,5 Sekunden mittlerweile hinter Don Italia, der vorne gut Pace macht. Den vorderen rechten Reifen jetzt so langsam verbraucht hat. Gucken, wie lange er den dann noch fährt. Jetzt Viertel rum. Das Viertel haben wir jetzt an Renndistanz rum schon. Ballert auch an Olaf Rasch vorbei. Wir haben dann noch ein großes Grüppchen hier um Centauri. Oh, was heißt großes Grüppchen? Sind hier die zwei, Chaco und Centauri. Ja, hat jetzt auf jeden Fall aufgeholt. Die Sekunde, 1,5 Sekunden, die es waren. Und ist jetzt auf eine halbe Sekunde ran. Jetzt gibt es auch ein bisschen Windschatten und eine kleine Berührung mit der Mauer. Wir haben es wieder mal gehört. Dürfte da aber nicht so viel Zeit gekostet haben. Kommt jetzt auch peu à peu näher. Ah, und jetzt ist er da. Aber wir haben das schon des Öfteren gesehen. Die Strecke ist sehr eng. Da muss man schon mit einem guten Überschuss kommen, um hier dran vorbeizugehen. Ja, jetzt gibt es für Badger da vorne schon die blaue Flagge. Ja, der fährt hier auch schön. Ah, okay, hat er auch noch eine Strafe. Werden wahrscheinlich so 5 Sekunden gewesen sein. Ja, also die beiden hier jetzt ganz dicht aufeinander. Mystik geht auch an Badger vorbei und der rennt jetzt natürlich darauf, nach vorne zu fahren. Centauri da jetzt irgendwie dran vorbeikommt. Aber ich glaube, in dem Kurvengewirr, das wird eher schlecht funktionieren. Generell, die Strecke lädt nicht zum Überholen ein. Oh,
vielleicht mal die Chance. Aber Centauri nicht in einer guten Position. Und jetzt ist er auch relativ weit weg. Also machen wir noch mal ein bisschen weiter von Italia mit 2,5 Sekunden. Und jetzt rein in die Box. Also die weichen Reifen gerade zu Ende gewesen. Da geht es direkt schon mal in die Box. Und der Mago, er übernimmt jetzt erstmal die Führung. Hankook geht auch dran vorbei. Ja, jetzt ist die Frage, wie viel Treibstoff und welche Reifen gibt es beim Don Italia. Er wird auf jeden Fall voll getankt. Und es gibt die mittelharten Reifen. Versucht er jetzt auch einen etwas längeren Stint wahrscheinlich zu fahren. Hat gemerkt, dass die weichen Reifen relativ schnell am Ende sind. Und das Volltanken spricht ja jetzt auch für einen etwas längeren Stint. Und er bleibt auch vor Mystik. Kommt da aber schon mit ordentlich Schwung, hat ja auch die besseren Reifen. Na gut, die weichen Reifen von ihm sind jetzt auch schon ganz schön abgefressen. Gucken, ob er jetzt trotzdem dran vorbeikommt. Setzt sich jetzt mal daneben. Mal eine Rechtskurve und die Linkskurve. Die war auch nicht gebremst. Oh, Mystik innen ein bisschen angedötscht. Sah auf jeden Fall so aus, aber verliert offensichtlich nicht so viel Geschwindigkeit, dass Don Italia wieder kontern kann. Also Mystik setzt sich gegen Don Italia durch und bleibt jetzt auch erstmal vorne, kann sich ein bisschen absetzen, so langsam geht es ein bisschen nach vorne für ihn. Also die weichen Reifen scheinen immer noch zu funktionieren hier. Ist ja auch nur die eine Hälfte, die nicht funktioniert. Die andere Hälfte von... Ja, gut, eigentlich kann man sagen, ein Viertel der Reifen ist im Arsch. Die andere drei Viertel, die gehen eigentlich noch. Also mit dem hinten rechts könnte man auch noch ein bisschen länger fahren. Aber... Ja, mal gucken, wie lange der Mystik die jetzt quält und vor allen Dingen, wie er jetzt die Taktik umstellt. Durch den Unfall sind da ja 10 Sekunden im Raum, die er da irgendwie aufholen muss. Und Mago zeigt vorne mal, wie lange die mittelharten Reifen halten. Sieht ja auch ganz gut aus. Rechte Seite natürlich ordentlich im Arsch. So, Chaco auf der 3, Centauri auf der 4, Mystik auf der 5. Also die fahren jetzt hier langsam auf den McLaren auf, Don Italia. Und Papa Paolo dahinter auf der 12, der kann da jetzt auch gerade dranbleiben. Wir gucken mal, was vorne passiert. Aus Richtung Chaco. Vielleicht mal eine von oben. Kann man vielleicht ein bisschen besser sehen. Centauri und Mystik, die sind jetzt da im Fight. Und weiter hinten sehen wir Don Italia. Und wie gesagt, da kommt auch noch der Papa Paolo. Papa Paolo? Ja, Papa Paolo war's. So, Chaco geht in die Box, zieht sich da so ein bisschen raus. Er war auch am Ende. So, Centauri hält jetzt so ein bisschen Mystik und den ganzen Rest dahinter auf. Gerade, glaube ich, auch in die Mauer eingeschlagen. Aber Gott sei Dank ohne Schaden. Aber nichtsdestotrotz. So sehen wir jetzt nicht so viel nach hinten. Da bildet sich gerade eine kleine Schlange, auch mit Platz 12. Papa Paolo.
Ja, der da jetzt, wie gesagt, das Tempo auch gut mitgehen kann. Aber da sieht man, gibt keine Stallorder, also Mystic wird da auch nicht so einfach dran vorbeigelassen. Es ist hier ein Platzkampf und der Centauri bleibt erstmal vorne. Dauert wahrscheinlich sowieso nur noch ein paar Ründchen, bis beide hier tanken werden. Mystic hat, glaube ich, auch nur eben den Schaden repariert und neue Reifen geholt. Ja, obwohl doch. Tank ist ja noch ungefähr gleich. Oh, und wer steht da? Knöpfchen? Wer ist es denn? Icewalker. Na, ob wir was sehen in der Wiederholung, was da passiert ist. Da kommt er um die Kurve mit seinem Porsche. Dann sehen wir, ja doch, sehen wir noch. Oh, gegen die Mauer geht's. Oh, und dann der Abflug da hinter die Pylonen. Zieht aber auch direkt ganz weit rüber. Also, ja, 5 Sekunden kommen da nochmal an Strafe jetzt oben drauf, weil er in die Mauer gefahren ist. Und ja, Platz 6 ist es aktuell. Lockside wird dann auf jeden Fall aufholen. Da können wir dann auch mal gucken. Das sind aktuell genau 5 Sekunden. Ja, jetzt sind es natürlich weniger. Und Icewalker geht auch direkt in die Box. Also da wird jetzt einmal der Schaden repariert. So, und Hankook. Der kann offensichtlich... Nee, ich verwechsel das immer. Oben ist auch so eine Station. Aber der wird jetzt in die Box kommen und dann werden die 16 Sekunden auch wieder zusammenschmelzen. So, Don Italia, Papa Paule, Centauri, Don Italia, die sind hier immer noch hart im Fight. So, jetzt gucken wir einmal drauf. Da geht's rein in die Box, dann haben wir das nämlich auch mal gesehen. Dann geht's so ein kleines bisschen nach unten und dann war es das schon wieder mit der Boxengasse. So, Mago kann jetzt vorne ein bisschen wegziehen. Ja, ist auch am Centauri jetzt in Anführungszeichen endlich vorbei. Und ja, wir sehen es jetzt beim Don Italia. Der kommt da noch nicht so wirklich dran vorbei. Aber wir sehen es auch nach vorne. Der Mago schon 2,3 Sekunden weg. Also können hier schneller als der Centauri. Aber wenn der jetzt keinen Fehler macht und das Tempo ungefähr mitgehen kann, wird er da vorne jetzt zumindest auch noch diese Runde bleiben, bis Don Italia dann durch den Boxenstopp vom Centauri dann dran vorbeikommt und dann die Jagd auf den Mago wieder aufnehmen kann. Die 3%, die da noch an Sprit drin sind im Tank, werden gerade so reichen, dass er da nicht leer läuft. Aber muss man ja auch sagen, hier bei Gran Turismo kann man auch mit 0% noch ein bisschen schnell fahren. Also da geht das Auto nicht wie bei ACC zum Beispiel direkt aus. Aber jetzt biegt er ab. Don Italia hat ja noch mehr Sprit im Tank. Der war ja schon ein bisschen früher. Und jetzt bewegen wir uns tatsächlich so langsam auf die Hälfte des Rennens zu. Don Italia wird hier immer noch von Papa Paule verfolgt. Also der kann das Tempo hier jetzt auch gerade so ein bisschen mitnehmen. Letzter Umlauf 12. So, Moment. Natürlich anders machen. 1.12.7 und Papa Paule auch 1.12.7. Mal gucken, wie sich das jetzt bei freier Fahrt entwickelt. So ein bisschen Abstand sehe ich da jetzt doch schon, aber ja, vielleicht kann er ja ein bisschen dranbleiben.
So, Mago führt das Ganze hier an. 4,4 Sekunden vor dem Don Italia. Das ist die Zeit, die der da noch hinter dem Centauri gehangen hat. Hankook nochmal 7 Sekunden weg. Ja, ihr merkt das, wir ziehen jetzt so ein bisschen das Mid-Race Standing mal ein bisschen vor. Centauri auf der 4 wieder rausgekommen mit den frischen Reifen. Dahinter direkt der Mystic, der hat eben auch voll getankt, hat sich die weichen Reifen geholt. Und der muss jetzt auch ordentlich pushen, um seinen 10 Sekunden Streifen da wieder rauszufahren. Chaco auf der 6 und da sehen wir es auch wieder. Silverhawk Racing, Jungs da auch wieder zusammen unterwegs. 6 und 7, obwohl Jaja ballert da jetzt von hinten von Platz 8 auf den Mario auch schon Druck ausübt. Und ja. Wie sich dieser Zweikampf entwickelt. Fortuna auf der 9. Einzige Kamefahrer hier in Liga 1. Dann haben wir Papa Paula auf der 10 und der bleibt da wirklich gut am Don Italia dran. Also letzter Umlauf, jetzt eine 1.11.8 und beim Don Italia eine 1.12, also so groß der Unterschied da nicht. Das da wollte ich hin, ich wollte eigentlich Paule. Also Papa Paule tatsächlich auf den etwas frischeren weichen Reifen jetzt auch schneller unterwegs. Kann auf jeden Fall dranbleiben. So. Lockside ist auf der 11. 25 Sekunden sind wir da bis zum Papa Paule. Ja, das ist gut eine halbe Runde. Und fast. Icewalker haben wir auf der 12. Olaf Rasch auf der 13. Und dann kommt noch der Badger. Und Benny McFly, der ist ja eben rausgegangen. Hatte da einen dicken Unfall. Und auch Badger ist ja jetzt hier schon 3 Minuten zurück. Dürfte also zweimal schon überrundet worden sein. Streckenpositionmäßig kommt das auch hin. Gerade keine direkten Positionskämpfe, aber Mago hat hier Fortuna hinter sich. Und Don Italia weiter Papa Paule. Ein bisschen Stress wird da schon gemacht. So, Mystic jetzt schon wieder in der Box. Oh, und der hat schon wieder einen Schaden vorne. Diesmal wird das schneller repariert. Aber diesmal nur vorne. Also leicht irgendwo drauf gefahren. Ja, und so richtig ohne Fehler. Vorne Don Italia und Mago. Also beiden kommen da, glaube ich, relativ gut durch. Und dann Italia wird hier knallhart von Papa Paule verfolgt. Dann lässt er auch nicht locker. Don Italia wird ein bisschen länger fahren können als Papa Paule, aber sonst tut sich da nicht so viel. Centauri auf der 4, Hankook auf der 3, da läuft jetzt so langsam
auf Don Italia tatsächlich auf. Kommt da jetzt auf 1,5 Sekunden schon mal ran. Ja, den dann auch schon mal irgendwo sehen. Ja, da ist auf jeden Fall Papa Paolo schon mal. Und Don Italia jetzt hier auch sehen, ja. Ob Hankook da jetzt schneller ist und ob er sich da ranfahren kann. Centauri, der hat jetzt nach vorne 20, nach hinten 20, der kann entspannt fahren. Chaco läuft jetzt auf Badger auf. Auch das dürfte eigentlich eine Formsache sein. So, dann haben wir Yaya Ballard, Mario und Mystic. Da gucken wir vom Mystic aus drauf und gucken mal, wie eng die Strecke ist und ob er da jetzt irgendwie an Mario dran vorbeikommt. Jetzt sieht das noch nicht sehr zwingend aus, also ich glaube Mystic ein bisschen aus dem Tritt. Da vorne kommen jetzt auch Badger und wer wird das da vorne noch sein? Blaues habe ich gesehen, ist das? Und draußen drauf. Was sehen? Ist das schon der Chaco? Ja, das ist schon der Chaco. Sind auch nur noch 1,6 Sekunden hier bis zum Yaya Ballard. Oh, und danke an den Kaliber 44. Moin, TTX. Ja, das würde ich doch freuen hier. Don Italia aktuell hier auf der 2 unterwegs. Jetzt mit 10 Sekunden Rückstand auf den Mago und nach hinten sind es nur noch 1,5 Sekunden bis zum Hankook. Jetzt gucken wir mal. Eine Sekunde noch zwischen Chaco und Yaya Ballard. Mystic jetzt an Mario vorbei, der da jetzt ordentlich zurückgefallen ist. Oder eigentlich auch noch vorne mit dazwischen gerade. Jetzt kann Mystic dann hinter seinem Teamkollegen, dem Yaya, hinterher. So ein bisschen zum jeweils davorfahrenden auf. Mystic kommt einen kleinen Schritt schneller näher als Yaya Ballard an Chaco. Jetzt wieder die Frage, während Mago jetzt vorne in die Box geht und Don Italia wahrscheinlich gleich die Führung übernehmen wird. Oh, Yaya Ballard da im Tunnel, schlägt da ein bisschen in die Mauer ein. Da gucken wir jetzt auch mal ganz kurz, ist da irgendwas kaputt gegangen? Ja, da ist die Aufhängung kaputt gegangen und der Frontsplitter, das wird jetzt, ja, so ein paar Zehntel wird das kosten. Und Mario dahinter, der ist ohne Schaden unterwegs. Mal gucken, ob der das jetzt ausnutzen kann, dass Yaya Ballard da den Schaden gerade gezogen hat. Ist jetzt auf jeden Fall dran. Vielleicht sehen wir ja jetzt mal einen Überholvorgang. Ah, Yaya Ballard geht direkt in die Box. Also Überholvorgänge heute nur mit Hilfe der Box oder mit einem Mauerkontakt. Ich weiß gar nicht, ob wir schon ein normales Überholmanöver hier gesehen haben. Ist aber auch schwierig auf
der Autobahn, wenn sich hier keiner an die Geschwindigkeitsbegrenzung hält. Ja, auch mit Geschwindigkeitsbegrenzung wäre es natürlich schwer, jemanden zu überholen, aber ja. Auf jeden Fall alle hier mit Vollgas unterwegs und da hört auch keiner auf, da gibt es kein Vertun. So, Mystic jetzt aber auch dran an Chaco. Und jetzt gucken wir mal, wie der das da dran vorbeischafft. Ja, hast wieder so einen leichten Kontakt mit der Mauer gehört. Boah, jetzt dürfte er aber nah genug dran. Ja, das reicht natürlich auf dieser kurzen Gerade nicht, auch wenn der Mystic da schneller gewesen wäre. Ja, die Positionierung muss einer etwas längeren Gerade passen, damit man da an dem Gegner vorbeikommt. Ich glaube, Teufels von Moin! Ah, kommst vom Liga 2 Stream, aha. Kannst du nächstes Mal dem Streamer sagen, dass der raiden soll? Musst du das nicht alleine machen? Boah, jetzt ist Mystic daneben. Boah, und side by side geht's hier durch die Kurven. Chaco wieder vorne mit dem besseren Ende für sich. Und Teufelsfront, du siehst es ja links oben. Don Italia aktuell auf der 1. Schalten wir gleich hin, wenn hier dieser spannende Zweikampf entschieden ist. Was ist das? Gucke nur, aber es ist auch. Ist, ich richte es aus. Ja. Nee, ein Raid ist, dass du deine Zuschauer in, zu einem anderen Kanal kriegst, den du gut findest. Das mache ich ja sonst immer mit der Liga 1, wenn ich mit den mit der Liga 5 oder 6 fertig war, habe ich immer meine, oh, ich weiß nicht, 5 bis 10 Zuschauer habe ich dann immer in den Liga 1 Stream geworfen, weil die immer, also wir starten ja später und sind halt dementsprechend auch ein bisschen länger dran. Jetzt haben wir noch 20 Minuten hier und ja. Und in Liga 2 hatten wir Doppelsieg für TTX. Wow. Also heute könnte ein guter Tag für euch werden. Der Mystic, um dich jetzt auch mal ganz kurz abzuholen, der hatte nämlich 10 Sekunden Strafe, hat sich hier von der Pole auf den Weg gemacht und hat dann aber irgendwo einen Fehler eingebaut. Wie gesagt, 10 Sekunden Strafe waren das Resultat daraus. Und jetzt hängt er da wieder. Du hast gerade schon die letzten Minuten sehen, so ein bisschen hinterm Chaco. Die beiden schenken sich hier aber auch nichts und er kommt auch nicht wirklich dran vorbei. Er weiß, dass er schneller ist, aber das ist ein direkter Positionskampf. Chaco macht das da auch, glaube ich, ganz gut. Also aktuell hängt Mystic da hinter Chaco. Die Strecke lädt aber auch nicht so wirklich ein zum Überholen. Don Italia, er kriegt langsam Besuch von Hankook. Aber da ist auch gleich der Sprit zu Ende. Also Ende der Runde wird er, denke ich mal, reinkommen. Und dann wird sich das ganze Ding hier sowieso erledigt haben. Aber Hankook auch. Also vielleicht doch besser, wenn er vorne bleibt und versucht mit dem mittelharten Reifen die Weichen so ein bisschen noch zu bremsen. Ja, auch richtig schwierig zu überholen. So, ne, bieten beide noch nicht ab. Ja,
Also dürfen wir gespannt sein, ob Don Italia da jetzt auf Platz 1 gleich in die Box kommt oder auf Platz 2, ob Hankook irgendwie einen Weg dran vorbei findet. Oh, gelbe Flagge, was ist da los? Zieh schon mal. Wow, wer steht da? Das ist der Chaco. Mal, ob wir das nochmal sehen, was da passiert ist. Ne, da steht er leider schon. Und das gegen die Fahrtrichtung. Oh, das ist ein harter, harter Abflug. Und dadurch, dass er jetzt beim Vor- und Zurückfahren in die Mauer fährt, gibt es hier die 10-Sekunden-Strafe. Also das geht jetzt nochmal ordentlich nach hinten. Ja, geghostet. Das hatten wir eben auch schon mal. Der Benny, der stand auch so ein bisschen auf der Strecke. Also wenn du dir den Restream nochmal vom Anfang so ein bisschen anguckst, der stand da auch so quer auf der Strecke. Und ich, die Autos werden ja nicht mehr so richtig geghostet. Also nicht mehr so wie bei Sport, wo du dann durchsichtig wirst. Und ich habe gedacht, oh, jetzt fährt der Nächste rein und voll in die Seite rein. Aber ist Gott sei Dank durchgegangen. Und ganz viele haben auch versucht auszuweichen, wo man dann auch gesehen hat, die hätten den schon mitgenommen noch irgendwie, weil hier bleibt ja auch gar kein Platz, um in so einer kurzen Zeit irgendwie zu reagieren. Aber ja, Gott sei Dank geghostet, das ist wohl wahr. So, jetzt hat Mago erstmal wieder die Führung übernommen, aber mit einem Vierteltank, da wird er auch nochmal zum Tanken kommen müssen und die 21 Sekunden, die sind dann auch wieder weg. Und Don Italia, der bleibt vor Hankook. Hankook hat auch ein bisschen mehr getankt, aber was sehen wir jetzt? Beide mit weichen Reifen unterwegs. Die Frage ist, haben sie denn alle schon die harten Reifen durch? Ich glaube nämlich, Don Italia, wie gesagt, er hat heute die Taktik umgestellt. Nicht so wie im letzten Rennen, dass er am Anfang mit den harten Reifen unterwegs war. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob er nicht zwischendurch mal die harten drauf hatte. Ja, Mystik, Reifen relativ abgefahren, Tank relativ leer. Also da gibt es dann vor Ende des Rennens auch nochmal einen Boxenstopp. Centauri auch nicht weit weg. Olaf Rasch lässt jetzt vorne erstmal den Mystik durch. Also da gibt es auch blaue Flammen. Jetzt wird's mit dem Centauri wird es dann schon ein bisschen enger, aber auch da wird genug Platz gelassen. Mario auf der 6, 30 Sekunden zurück. Der war aber auch gerade an der Box. Also das kann sich alles nochmal zum Ende hin natürlich realisieren, wenn dann vorne auch nochmal gestoppt wird. Jaja ballert vorne rechts und den Splitter kaputt. Also der ist jetzt da auch ein bisschen Zeit ein. Aero ein bisschen beschädigt. Von hinten kommt schon Don Italia. Ja, da haben wir es auch gerade noch kurz gesehen. Blaue Flaggen werden jetzt auch schon gezeigt. Dann haben wir 12 Sekunden dahinter den Fortuna, der, wie gesagt, war schon ein, zwei Mal den einzigen Kamelfahrer. Papa Paule aktuell auf der 9, auch 7 Sekunden hinter Fortuna, 12 Sekunden vorm Chaco. Der hat sich jetzt ja wieder ein bisschen gefangen. Jetzt hat er freie Fahrt. Kann er nochmal gucken, ob er aus Position 10 da nochmal irgendwie was macht in der letzten Viertelstunde. Gute Viertelstunde. Icewalker auf der 11, auch 11 Sekunden hinter Chaco. Dann 20 Sekunden bis zum Lockside und 33,5 Sekunden bis zum Olaf Rasch. Also die Teammates hier hintereinander unterwegs und der Badger vor Olaf Rasch. Das heißt, ja, der wird jetzt auch gleich zum ersten Mal überrundet von Olaf.
So, also Badger vom ganzen Feld einmal überrundet. Aber da geht's auch weiter. Den einzigen, den wir bis jetzt verloren haben, ist der Benny McFly. Ja, wie gesagt, der hatte einen relativ harten Unfall und dann hat er den Wagen auch fast nicht mehr gerade gekriegt auf der Strecke. Also Wenden in drei Zügen, das war nix. Aber ja, das war da schon irgendwie gegessen, das Rennen. Relativ am Anfang. So, zwischen Mago und Don Italia haben wir 22 Sekunden. Ist ein bisschen größer geworden, aber wie gesagt, Mago muss nochmal rein. Dann schauen wir mal, wann er überhaupt rein muss. Jetzt kommt er vorbei, aber fährt auch direkt rein. Also jetzt kommt er rein. Jetzt können wir gucken. Don Italia hat da, ja, Kurven kann man es ja gar nicht mehr sagen hier. Das ist ja, sind ja nur leichte Knicke. Jetzt geht's drauf auf die Start- und Zielgerade, die auch nicht so ganz gerade ist. Und wir sehen, Mago steht immer noch in der Box, steht immer noch in der Box, auch mit dem kleinen Skip. Boah, da ist er. Noch relativ weit nach vorne gegangen. Ja, das haben wir hier schon ein paar Mal gesehen, dass bei der Boxenausfahrt es da zu leichten Kontakten kommt. Aber Gott sei Dank nichts kaputt gegangen. Und jetzt dürfen wir dann gespannt sein hier auf dem Fight um Platz 1. Don Italia nur einen Hauch vor Mago da. Und moin Quicksilver, guten Tag. Ja, also Mago ganz knapp nur hinter Don rausgekommen, der dann noch über außen dran vorbeikommt mit dem Schwung, den er da hatte. Und jetzt dürfen wir gespannt sein, wie sich das hier entwickelt. Haben wir wahrscheinlich noch 10 Minuten lang einen dicken Fight um Platz 1. Wie gesagt, eine leichte Berührung hat es hier an der Stelle an der Boxenausfahrt gegeben. Aber alles nicht so schlimm. Keiner einen Schaden davon getragen und jetzt lässt Mago da auch ein bisschen abreißen. 0,6 Sekunden. Muss er jetzt dranbleiben, sonst ist gleich der Windschatten weg. Jetzt kommt er wieder. Da sieht man auch den Windschatten arbeiten. Ja, also bleibt auf jeden Fall erstmal dran und bis zum Hankook sind es ja auch nur 1,3 Sekunden. Könnten wir gleich einen Dreikampf bekommen da vorne. So, Centauri auf der 4, der hat 20 Sekunden nach vorne, 20 Sekunden nach hinten. Wo ist denn unser Chaco? Der ist, glaube ich, auf 10 aktuell. Aber wir gehen jetzt mal eben durch, dann kommen wir da auch gleich vorbei. Der hatte nämlich gerade einen kleinen Unfall, hat einmal quer zur Fahrbahn gestanden, beziehungsweise 180 Grad zur Fahrtrichtung. Da haben wir auf jeden Fall schon mal den Mario. Und dann haben wir Fortuna auf der 7 mit 34 Sekunden, 9 Sekunden dann bis zum Papa Paule, 3 Sekunden bis zum Jaja Ballard und da ist der Chaco, wie gesagt, der hat gerade einmal ein bisschen quer gestanden und hat da ordentlich Zeit verloren durch das Wenden. Wo er dann nochmal in die Mauer gefahren ist, gab es dann nochmal oben drauf nochmal eine Strafe. Das haben wir hier aber auch schon öfter jetzt in dem Rennen gesehen. Also ganz üble Strecke. Ich weiß nicht, ob hier irgendjemand fehlerfrei heute durchkommt. Ohne mal irgendwo eine Mauer mitzunehmen oder eine Strafe zu kassieren. Ja, das habe ich eben, ich weiß noch nicht,
ob du auch schon da warst. Wir haben den Benny McFly verloren. Der hatte nämlich auch so einen schweren Unfall. Der stand dann auch irgendwie so in der Mauer und hat den Wagen da gar nicht mehr weggekriegt. Und dann sind schon 3 oder 4 Leute durch ihn durchgefahren. Und dann war er auf einmal weg. Ist nicht so nett, die Strecke. Wir sehen es ja auch beim Rolaf, der hat auch schon wieder irgendwo die Mauer mitgenommen. Da gibt es nochmal 5 Sekunden. Ach ja, bist ja selber gefahren. Ja, dann kannst du das ja gar nicht mehr. Ihr seid ja auch vor 10 Minuten ungefähr fertig geworden, ne? 10, 15 Minuten. Nee, aber haben wir schon die ein oder andere den ein oder anderen Bandenkontakt heute gehabt. So, Rolaf Rasch 13 und Badger, der macht hier den Abschluss. Wie gesagt, Benny McFly halten wir in Ehren, der ist auf 15 beim Jaja Ballard, scheint das Internet zu halten. Und jetzt gucken wir mal, was hier vorne geht. Hankook sieht auf jeden Fall den Mago schon so ein bisschen. Auf den etwas längeren Geraden sieht er so auch beide. 1,7 Sekunden, da bleibt noch ein bisschen was er zufahren muss. Mago hat aktuell die schnellste Runde hier im Köcher. 1:10.363. Und ja, das Ziel eigentlich immer im Blick. Von Italia nur eine gute halbe Sekunde davor. Ja, 5. Jetzt bleiben noch. Und da dürfen wir uns, denke ich mal, auf einen guten Fight hier vorne einstellen. Denn Italia mit den weichen Reifen, die schon ein bisschen abgefahrener sind als beim Mago. Und die Frage natürlich, wer hat jetzt schon harte Reifen drauf gehabt und wer noch nicht. Denn Italia, das hatten wir eben auch schon mal, wollte nicht mit dem Start auf den harten Reifen. Sie wollte etwas andere Taktik gefahren. Und Hankook nach hinten verliert jetzt so ein bisschen. Jetzt ist er 2 Sekunden weg. Kann da das Tempo von Mago und von Italia nicht mitgehen. Centauri auch jetzt mit den 22 Sekunden. Mystik, da geht auch nichts mehr nach vorne. Er hat jetzt auch sich nochmal einen Schaden eingefahren und dazu die 5 Sekunden. Das ist natürlich irgendwie eine Doppelbestrafung, aber naja, so ist es halt mit den Wandstrafen. Und dann ist jetzt die Frage, ne, nach hinten ist genug Platz. Mario noch relativ weit weg, 19 Sekunden, das schrumpft jetzt zwar ein bisschen zusammen, aber nicht gefährlich. Fortuna, der ist auch relativ safe. Papa Paule ist mit seinem Teammate im Fight. Ja, ja, Ballard, der möchte da jetzt bestimmt auch nochmal, hat bestimmt nichts dagegen, wenn er den 8. Platz bekommt. War ja auch im letzten Rennen gut unterwegs, hat er auch selber im Chat gesagt, dass es eine seiner Lieblingsstrecken ist. Oder eine, die er auf jeden Fall mag. Und ja. Dann ist er mit einem Disconnect leider ausgeschieden. Da haben wir den Chaco auf der 10. 10 Sekunden nach vorne, 20 Sekunden nach hinten. Also da muss er sich wahrscheinlich auch nicht viele Gedanken machen. Icewalker auf der 11. Lockside auch mit guten Abständen nach vorne und nach hinten. Und ja, auch beim Rolaf, da schmilzt jetzt der Vorsprung vom Badger so ein bisschen dahin. Nur noch 25 Sekunden. Dass da auch nochmal spannend wird. So, und wir haben die letzten 3 Runden.
Runde 47, Runde 58, 4 Runden. Also 3 Runden und das, was von der hier noch übrig ist, 3 Viertel. Ja, aber Mago, ja, hat jetzt einen guten Run gehabt, war schneller unterwegs, Windschatten hat natürlich auch gepasst, aber dran vorbei ist noch nicht, auch wenn er da auf 0,2 Sekunden dran war. Testet jetzt wahrscheinlich schon mal, wo er vielleicht ein bisschen schneller sein könnte. Also hier die beiden, die schenken sich nichts, eine halbe Sekunde jetzt schon über die letzten, weiß ich nicht, 6-7 Runden halten sie das hier. Bald Runde 40, wo Mago außer Box gekommen ist. Dann Italia jetzt einmal ein bisschen mehr auf die Bremse getreten. Auf jeden Fall verliert der Mago jetzt ordentlich. Also jetzt erstmal ein bisschen entschärft hier der Fight. Wir gucken mal natürlich für Quicksilver einmal auf den Mario. Platz 5 wäre klasse. Ja, 5 Sekunden noch bis zum Mystic. Der hat jetzt auf jeden Fall die harten Reifen schon mal aufgezogen. Da hat offensichtlich der Stint auch noch gefehlt. Und wie gesagt, ich bin mal gespannt, was die beiden hier vorne machen, aber die fahren jetzt durch. Könnte jetzt natürlich noch sein, oh, Don Italia, der ist knapp auf mit dem Sprit. Nicht, dass der jetzt noch mal kurz reinkommt, um die harten Reifen zu holen und noch ein Mühsprit. Wie viel Prozent werden das sein? 5 vielleicht. Also das schaut mir ein bisschen danach aus, als wäre es ein bisschen zu wenig. Oh, nicht, dass das jetzt aufgrund zu kurzer Nachtankphasen dann jetzt nicht aufgeht. Mal gucken. Biegt ab. Mago biegt auch ab. Also wir haben hier die ersten drei, die offensichtlich noch nicht auf harten Reifen waren. Wir gucken mal. Centauri, der ist auch schon im roten Bereich. Aber wie sieht das jetzt hier mit unseren ersten dreien aus? Nee. Ach nee, Don Italia jetzt auch auf harten Reifen. Aber der musste nochmal einen Schluck nachtanken. Mago, der hat nichts mehr getankt, hat aber die harten Reifen. 2 Sekunden Vorsprung vor Hankook und Don Italia, der klebt dem Hankook jetzt im Genick. Also der Don musste da noch mal ein bisschen tanken, aber jetzt mit 3%, das wird auch, boah, ich könnte mir vorstellen, dass das auch knapp wird, aber ja, einen kleinen Schluck hat er noch nachtanken müssen, dadurch jetzt die veränderte Konstellation. Hier will jetzt natürlich an Hankook vorbei. Der hatte eigentlich schon Platz 1 gesehen. So, kommt jetzt auch dran vorbei. Aber die 2 Sekunden, die fährt er nicht mehr zu. Nicht in der kurzen Zeit, die jetzt noch verbleibt. Also, Mago, wenn er jetzt nicht die Karre noch wegschmeißt auf den harten Reifen, die vielleicht ein bisschen flitschiger sind als die anderen. Aber das sieht gut aus. Jetzt noch durch die letzte Kurve. Das sollte es eigentlich gewesen sein. Jetzt muss er nur noch geradeaus durchbeschleunigen. Don kommt nochmal auf 1,4 Sekunden dran. Aber trotzdem, Mago gewinnt vor Don Italia.
vor Hankook auf der 3, also das unser Podium. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier alle mitkriegen. Centauri holt sich die 4. Wen haben wir dann? Da haben wir Rolaf Rasch. Der holt sich Platz 13. Mario ist noch nicht derjenige. Da, Jaja Ballard holt sich die 7. Dann haben wir hier Fortuna und Papa Paule und die 12 Lockside. Und dann dürfte jetzt eigentlich Mario, wer ist da davor noch? Icewalker holt sich die 11. Und Mario haben wir dann gesehen. Da kommt er, freut sich auch. 5. Platz. Und Badger 14 und Mystic mit dem 6. Platz. 5 Plätze geht's da für ihn zurück. Also nach der Pole konnte er da den Sieg nicht rausfahren. Ups. Glückwunsch ans Podium, super Renn-Action zum Schluss. Ja, also das stimmt wohl. Und Mago mit einem Platz nach vorne. Und ja, der Don Italia ja auch einen Platz nach vorne. Ja, sehr gerne Quicksilver. Nächste Woche noch einmal und dann gebe ich wieder an die Lissi zurück. Dann übernimmt die wieder und ich werde für euch, falls irgendwo ein Streamer ausfällt, dann da einspringen. So, wir gucken aufs Endergebnis. Ihr sucht euch, wie gesagt, ich das immer sage, euren Liebling raus und ja, jetzt habe ich tatsächlich 3 Streamer, wo wir euch hinschicken könnten. Guck mal, dann, ich versuche jetzt einfach mal die Umfrage, so, neue Umfrage erstellen. Frage, wen wollen wir raiden? Dann lassen wir das eine Minute laufen. Dann schreibe ich euch mal das schnell da rein. Nee, ihr sucht euch auf jeden Fall hier euren Favoriten raus. Gerne, Papa Paule. So, wir hätten Don Camillo. Er streamt Arma 3. Dann hätten wir Bossbox Streams. Bossbox Streams, das wäre Englisch. Der macht ACC. Oder, was ich ja ganz lustig finde, AI Racing. Also für die, die jetzt vielleicht noch nicht selber fahren oder entspannt noch mit ein bisschen Renn-Action gucken wollen. Das ist AC. Und wir können natürlich voten für eine Minute und dann ja, habt da eine Minute Zeit. Wir gucken nochmal so lange aufs Endergebnis. Mago holt sich den Sieg vor Don Italia und Hankook. Dann Centauri auf der 4, Mario auf der 5. Das hat ja den Quicksilver gefreut. Jaja. Ja. Ja, du musst mir nochmal sagen, wie man deinen Namen richtig ausspricht. Jaja Ballard. Oder ist es Jaja Ballard? Also mit dem harten Deutsch hier weiß ich nicht, ob ich. Das zweite. Jaja Ballard. Also eher so ein bisschen Französisch. Auch wenn ich kein Französisch kann. So. Wen raiden wir denn? Hat denn überhaupt jemand abgestimmt? Nee. Keiner hat abgestimmt. Dann, wenn euch das egal ist, ich das nochmal abstimmen? Nee. Dann, oui. Ah. Jaja Ballard ist ein Franzose? Also ich hatte nie Französisch, also man entschuldige mir sämtliche Fehler, die ich da in der Hinsicht mache. Ich würde jetzt auf jeden Fall sagen,
Wir gehen einfach Don Camillo. Unterstützen. Er spielt, wie gesagt, Arma 3 und unterstützen wir ihn ein bisschen mit dem Raid und ein bisschen Watchtime. Ich wünsche euch noch einen schönen Mittwochabend, noch einen guten Rest der Woche und nächstes Mal zum letzten Mal bei mir die Liga 1 und dann geht's wieder, wie gesagt, an die Lizzie zurück. Und ja, wir sehen uns dann nächste Woche nochmal. Ciao! From every direction, when it rains, boy, you know it pours. So I'm looking.
looking for a little protection from this raging storm. And I decided to stay away from love. Another disaster's love. Another thing that lift me up high as a kite and lets me drop. I decided just to run from love. Another disaster's love. And all the things I need to love. Another disaster's coming from every direction. When it's gone, boy, you know it's gone. And I'm looking for a little protection when it comes down. I decided to stay away from love. Another disaster's love. Another things that lift me up high as a kite and lets me drop. I decided just to run from love. Another disaster's love. And all the things I need to love. Another disaster's. And all the things I need to love. Another disaster's.